Also eigentlich lese ich am liebsten meine eigenen Bücher und da ich inzwischen einige geschrieben habe, finde ich auch immer etwas Lesenswertes dabei. Aber ich habe vor kurzem das neue Buch von Sophie Dannenberg gelesen, Teufelsberg, ein Roman, ein Genre, das in Deutschland ziemlich auf den Hund gekommen ist. Und es ist ein großartiges Buch. Es ist fantastisch geschrieben, es ist spannend, es ist voller Geschichten, es ist voller Witz, es ist gut erzählt. Es hat nur einen einzigen Nachteil. Ich glaube, nach 300 Seiten hört es auf. Ich hätte gerne noch 150 Seiten weitergelesen. Es ist aber auch mehr als ein Roman. Es ist eine Berliner Geschichte, die sich natürlich Sophie Dannenberg ausgedacht hat. Aber wie bei allen guten ausgedachten Geschichten ist das Personal dieser Geschichten wirklich. Es ist real. Und man trifft alte Bekannte wieder, die man von irgendwelchen Partys, Veranstaltungen, Seminaren, literarischen Seancen kennt. Und diesen Leuten werden gnadenlos die Ohren in die Länge gezogen und die Hosen heruntergelassen. Also eine Empfehlung, ein Tipp zu Weihnachten oder wann auch immer, der Teufelsberg von Sophie Dannenberg.